Pete, ich bin hier. Jetzt spring. Alice, ich hab Angst. Ich weiß, aber es wird alles gut. Sieh, es brennt nicht. Komm schon. Kate, oh Gott, nein. Was? Das macht dich nicht zum Monster! Doch! Deswegen hast du mich immer belogen! Ich habe nur gelogen, weil ich dich beschützen wollte! Du bist noch so jung! Mein Gott, frag Watson! Mein Leben lang wurde ich belogen! Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Aufhören! Sie empfinden so, aber Kate ist nicht wie Sie. Das weiß ich genau. Okay. Hallo zusammen übrigens zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes The Devil's Doctor. So. Wir haben jetzt relativ einen Prolog, wo wir irgendwie lösen müssen. Ja, er weiß. Nichts kann das Schicksal ändern. Hören Sie, Lord Marsh litt an Tuberkulose. Indem er ihn tötete, beschleunigte er nur sein Schicksal. In der Welt von Verbrechern kommt sowas vor. Ich habe dich anders erzogen. Du? Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Nein, es ist meine Schuld. Ich bin zu ungeduldig. Mein Vater war ganz genauso. Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Beryl Butcher konnte es nicht. Ihr Vater war ein Mörder. Aber sie verdient es doch zu leben, nicht wahr? Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Irgendwie spielt es keine Rolle, was wir hier irgendwie an Prolog machen und so weiter. Wieso sollte man sowas überspringen? Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Mit geschmolzenen Statuen? Und Percy Fleming? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten! Kate, du bist sicher bei mir. Ich beschütze dich, du bedeutest mir alles. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht. Wie konntest du ihn nur töten? Es hieß entweder er oder ich. Ich hatte keine Wahl, Kate. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen, die Zeremonie. Kate, nein! Alice ist verrückt! Sie kann nicht mit Toten sprechen! Siehst du, es ist Zeit! Ja, eigentlich kann sie schon. Sie sind verrückt! Sie sind eine Psychopathin! Das ist mir egal! Ich gehöre nirgendwo hin! Du gehörst zu mir. Wir sind eine Familie. Vater! Ich weiß nicht, was ich mache. Hilf mir! What the hell? Oh Gott! Geht es dir gut? Oh mein Gott! Sie war die Tochter des Teufels! Hierher! Schnell! Das Boot geht unter! Oh mein Gott!
Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Vater, es tut mir leid. Mir auch, Kate. So, wir haben es geschafft. Und das Spiel ist vorbei. Unglaublich. Was für ein Spiel, Leute. Das war jetzt packend, spannend, knifflig, fantastisch umgesetzt. Fantastisch umgesetzt, muss ich echt sagen. Gern wieder mal. Das war wirklich wow. Eine Reise durch das Verbrechen und durch die Detektei. Sehr, sehr, sehr hammergeil umgesetzt. Mein Gott. Super programmiert, super Story, super Grafik, also ich kann dem Spiel eigentlich nur eine super Bewertung geben. Schöner Rätsel. Wow. Nee, also mir hat das Spiel echt gut gefallen. Und es packt einen auch richtig sehr. Man will eigentlich nur noch weiterspielen, 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 nicht aufhören. Und am Schluss mussten wir noch um eine Person kämpfen, die für uns wie eine Tochter wurde. Aber halt eigentlich offiziell gar nicht unsere Tochter war. Aber war wirklich eine... War wirklich eine wunderschöne Story. Muss ich sagen. Wo? Oh. Wir genießen noch den Entspann. Ja, das war eine wirklich sehr spannende Story. Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Ich sag's mir einfach mal so. Ja. Und damit wären wir fertig mit diesem Projekt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für eure Feedbacks und eure Daumen. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.